So, hier geht es um die Darstellung von Geschwindigkeiten als Vektor gehen. So, wir sagen direkt, dass zwei Kästchen 1 Meter pro Sekunde sind. So, ich befürchte, dass man im Hintergrund so Glocken hört, aber ich kann sie leider nicht ausschalten und möchte gerade auch nicht irgendwie warten, bis es aufhört mit der Aufnahme. Also, tut mir leid. So, wir betrachten jetzt eine Geschwindigkeit V1. Diese soll hier starten und so schräg nach oben rechts gehen. V1. Und jetzt sind die Kästchen ziemlich wichtig. Also von da nach da haben wir einmal eine sozusagen, gehen wir 2 Meter pro Sekunde nach rechts und dann senkrecht dazu 1 Meter pro Sekunde nach oben. Und dann kann man das Ganze folgend ausdrucken. In runden Klammern schreiben wir die 2, das wäre dann die x-Komponente, und die 1, das ist dann die y-Komponente, das wären dann Meter pro Sekunde. Dann kann ich V1 nicht nur als Pfeil, sondern als zwei Zahlen ausdrucken, und das kann man, also das nennt man Vektor, beziehungsweise irgendwann werden wir auch nicht zwischen dieser Zahlendarstellung und der Pfeildarstellung unterscheiden. Also das Ding nenne ich jetzt mal einen Vektor, aber das ist jetzt so ein schwammiger Begriff. Eigentlich ist es der Pfeil und die zwei Zahlen übereinander im Prinzip das gleiche. Aber an dieser Stelle bleiben wir noch kurz bei der Unterscheidung. So, und dann nehmen wir eine Geschwindigkeit V2, die soll von da nach da gehen, also V2. Und auch hier gucken wir uns die Komponenten an. Also diesmal gehen wir 1 Meter pro Sekunde nach links und das drücken wir mit einem Minusvorzeichen aus. Und wir bewegen uns gleichzeitig nach unten. Das sind 6 Kästchen, also 3 Meter pro Sekunde. Und da es nach unten geht, sind es minus 3 Meter pro Sekunde. Also das hier sind minus 3 Meter pro Sekunde. Und auch das hier kann man in der Vektorschreibweise folgend schreiben. Das ist dann minus 1 in x-Richtung und minus 3 in Y-Richtung, und natürlich die Einheit, das Wichtigste eigentlich in Physik, Meter pro Sekunde. So, nun betrachten wir den Vektor V3, und V3 soll die Summe von V1 und V2 sein. Also V1 plus V2 ist V3. Und dann zeichnen wir die Geschwindigkeiten nochmal, und diesmal ist es sogar ganz schön, dass wir diese Darstellung haben. Also wenn wir dort starten, gehen wir 2 Zentimeter nach rechts und 1 Zentimeter nach oben. Und so bekommen wir unsere Geschwindigkeit V1. Und da wir das addieren wollen, wir haben schon gelernt, wie das funktioniert. Wir müssen von der Spitze von V1 aus die Geschwindigkeit V2 zeichnen. Also machen wir Folgendes. Wir starten dort, gehen minus 1 Zentimeter nach rechts, also 1 Zentimeter nach links, und dann 6 Zentimeter nach unten. Also einmal durchchecken. So 1, 2 und 2, 4, 6 Kästchen. Ja, das passt. So, dann ist das die Geschwindigkeit V2, und insgesamt erhalten wir die Geschwindigkeit V3,
Und wie bekommen wir die? Wir starten am Fuß von V1 und gehen bis zu der Spitze von V2. Also das hier ist die Geschwindigkeit V3. Und wir sind die Komponenten. Wir gehen zwei Kästchen nach rechts. Also haben wir hier 1 Meter pro Sekunde. Und die Y-Komponente, die geht nach unten. Das sind 4 Kästchen. Also die Y-Komponente sind minus 2 Meter pro Sekunde. So, warum mache ich das Ganze? Also einmal schreiben wir das auf. V3 ist gleich 1 minus 2 Meter pro Sekunde. Das ist eine super schöne Schreibweise. Also jetzt kommt eigentlich, weshalb wir die Zahlen übereinander schreiben. Also ich nehme einfach die V1 und V2. Und jetzt wähle ich diese Darstellung, also 2, 1 Meter pro Sekunde plus minus 1, minus 3, auch Meter pro Sekunde. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können einfach die Komponenten betrachten. Dann hätten wir 2 plus minus 1 ist insgesamt 2 minus 1 und dann hätten wir noch 1 plus minus 3, also insgesamt 1 minus 3 und die Einheit bleibt Meter pro Sekunde und wenn wir das zusammenfassen, 2 minus 1 ist 1 und 1 minus 3 ist minus 2 Meter pro Sekunde und wir sehen, dass das, was wir hier ausgerechnet haben, das gleiche ist wie das, was wir konstruiert haben. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn wir später etwas programmieren wollen, wollen wir nicht immer irgendwelche Pfeile konstruieren, sondern wir können einfach uns die X-Komponente bzw. die Y-Komponente oder noch schöner gesagt, das Tempo in die X-Richtung und das Tempo in die Y-Richtung anschauen. Und bei der Addition von Geschwindigkeiten addieren wir einfach nur die Komponenten. Nun können wir das zusammenfassen und etwas verallgemeinern. Wir sagen, dass die Geschwindigkeiten können als Vektoren dargestellt werden. Dann hätten wir jetzt eine Geschwindigkeit v und die kann man folgend schreiben. Wir haben einmal das Tempo in x-Richtung und einmal das Tempo in y-Richtung. Bei dreidimensionalen Bewegungen hätten wir einfach drei Zahlen, darunter käme noch das Tempo in y-Richtung, aber das lassen wir erstmal so. Also ganz wichtig ist, dass wir mit der x-Richtung starten und dann kommt die y-Richtung. Und dann haben wir noch Folgendes gesehen, dass wenn wir die Addition durchführen, dass wir dann einfach komponentenweise addieren, also die Addition von Vektoren erfolgt komponentenweise.